Hallo liebe Leute, soeben habe ich Maischberger die Woche geguckt, um mich zu informieren, wie die Mainstream-Medien genau gegen die AfD hetzen, um eigentlich irgendwelche Analysevideos zu machen. Und dabei habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Elmar Brok hat anscheinend aus Angst vor dem Meeresspiegelanstieg durch die Klimakatastrophe, da hat er sich schon gewappnet. Seht selbst. Und ein halbes Jahr vorher erklärt er, dass er nicht wieder kandidiert. Muss man dann die Neuwahl vorziehen, Abgrenzung zur AfD, als auch eine Abgrenzung zur Linken, auch in der Darstellung zur... Die Werteunion will überhaupt nichts anderes, als das Abwandern von Wählern zur AfD zu stoppen, die CDU wieder auf ihren drei Säulen stehen zu lassen, dem Liberalen, der Säule der sozusagen Herz-Jesu-Sozialisten und der Konservativen, welche in den letzten Jahren in der CDU immer weniger willkommen gewesen sind. Die Werteunion wird glücklich sein, wenn sie sich angesichts von Wahlergebnissen von 40+x% der CDU in aller Ruhe auflösen kann. Ich bin der Auffassung, dass seit Adenauer und Kohl wir eine Partei sind, die vor einem christlichen Menschenbild ausgeht und das mit niemandem etwas zu tun haben will, dass die 12 Jahre der Nazizeit als Fliegenschiss bezeichnet oder das Denkmal hier in Berlin als ein Schandmal darstellt. Damit kann Wertkonservatismus nichts zu tun haben und da darf nicht der geringste Verdacht entstehen, dass wir mit denen etwas zu tun haben. Herr Patzelt, Sie gehören ja seit... Sicher, erfolgreicher. Die Union hat es doch begrüßt, dass man die Sache mit Herrn Höcke gemacht hat. Predigt doch, dann macht doch für die Gutachten, das war doch nicht Frauke Petry erst. Sie müssen doch feststellen, dass so Frauke Petry auch schon Herr Höcke in Thüringen unterwegs war. Tun Sie doch nicht so, man muss nicht für jeden Gutachten machen. Ja, wie ihr seht, Elmar Brok geht auf Nummer sicher. Ihr könnt euch ja daran ein Beispiel nehmen. Wenn euch noch andere Dinge aufgefallen sind, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Macht's gut.